Ich will stattdessen das Video gucken. Es ist 2012. Bro, ich find's okay, dass Simply, dass sie neuen Sprecher ausprobieren, aber es ist auch irgendwie ungewohnt. Zwei britische Studenten beschließen aus Langeweile, online eine Lüge in die Welt zu setzen. Das Video ist langweilig, aber crazy. Was genau heißt das? Ey, Chat, ihr seht heute scheiße aus, aber irgendwie auch gut. Bruder, hä? Schulpräsentationen, Museen und Fernsehsendungen greifen sie auf und verbreiten sie. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, worum es geht. Wir müssen nochmal neu starten. Es ist 2012. Zwei britische Studenten beschließen aus Langeweile, online eine Lüge in die Welt zu setzen. Die Lüge selbst ist harmlos, eigentlich ziemlich witzig und offensichtlich. Doch sie verselbstständigt sich in einem ungeheuren Ausmaß und wird vielleicht zur größten Lüge im Internet. Alter, kennt ihr noch dieses alte Downloadfenster vom Internet Explorer? Er hier. Oh mein fucking God, legendary. Legendary, Alter. Boah. Krank, Junge. Digga, das war hart, Mann. Boah, wirklich crazy times, crazy times. Präsentation, Museen und Fernsehsendungen greifen sie auf und verbreiten sie. Die beiden Studenten sitzen jahrelang hinter ihren Bildschirmen und beobachten, wie es immer weiter eskaliert. Fast schaffen sie es mit ihrer Lüge sogar auf den britischen 50-Pfund-Schein. This was such a small lie on the internet. And it blew up into such a big thing. So it went much further than we ever imagined. Ja, Ligma, es geht um Ligma. Wie so weit kommen? Wie haben sie es geschafft, über eine Dekade lang nicht aufzufliegen? Und was hat der Erfinder des Toasters damit zu tun? Boah, muss man aber ganz klar sagen, egal was er damit zu tun hat, was ein unfassbarer Boss. Er hat wirklich Brot auf nächstes Level gehoben. Also egal, was jetzt über den kommt, Bruder, wirklich, der Typ ist eine Legende, Mann. Wirklich, muss man ganz klar sagen. Legendär, Digga. Der Toastermann, Digga. Manfred Toaster, beste Mann. Im Internet gibt es nicht nur Fake News oder den ein oder anderen Troll. Es gibt schädliche Pop-Up-Werbungen, unsichere WLAN-Netzwerke. Die gute NordVPN-Werbung. Classic! Im Juli 2022 ist der 15-jährige Adam im Reddit-Forum Hilarious Edits Found on Wikipedia unterwegs. Darin werden Wikipedia-Artikel veröffentlicht, die von irgendjemandem aus... Bro, Gibby Gibson, Mass-Murderer. As a member of ISIS, he killed his father with a peanut. Bro, what the fuck? Veröffentlicht, die von irgendjemandem aus Spaß bearbeitet wurden. Peter Griffin wird zum islamischen Propheten, Barack Obama zum Street-Style-Model und ein 12-Jähriger zum australischen Prime Minister. Adam erinnert sich an ein skurriles Foto, Classic. Das er vor einiger Zeit auf Wikipedia gesehen hat. Das Bild zeigt Alan McToaster. Ja, Junge, er sieht aus wie das Giga-Chat-Emote, Mann. Holy shit, was ein Baller. Genauer anschaut, sieht sofort, dass es einfach nur ein auf alt bearbeitetes Foto ist. Der Riss wirkt zu perfekt, um ich hab's nicht gecheckt, perfekt. Echt zu sein. Das Bild kann nicht den 1865 geborenen Alan McMaster sein. Ich dachte, das ist das echte Bild und jetzt kommt sowas wie, dass sie das genommen haben und editiert haben. Ja, moin, perfekt, Digga. Zeigen. Also veröffentlicht Adam einen Reddit-Post über das Foto des Toaster-Erfinders. Es sei ein Fake. Adams Post erhält etliche Upvotes und löst eine Kettenreaktion aus. Die Diskussion über das Bild von Alan McMasters landet schließlich im Forum von Wikipediocracy. Das ist eine Wikipedia-kritische Website. Dort werden wiederum Wikipedia-Editoren auf den Toaster-Erfinder aufmerksam. Sie diskutieren über die Echtheit des Fotos. Nicht nur das, sie schauen sich auch den Artikel an sich mal genauer an. Ein Wikipedia-Editor kann anhand der Metadaten des Fotos erkennen, dass es mit Adobe Photoshop CS5 auf einem Mac bearbeitet wurde. Das Bild ist eindeutig eine Fälschung. Aha. Doch nicht nur das Foto des Erfinders ist gefälscht. McMasters soll 1927 gestorben sein. Tatsächlich hat es ihn nie gegeben. Was? Und wer hat den Toaster erfunden? So, I'm Alan McMasters, an engineer, but not the inventor of the toaster. Er ist lebendig, 30 Jahre alt und arbeitet heute als Luft- und Raumfahrtingenieur. Und er hat die ganze Geschichte für uns aufgerollt. So, in the first year of university, doing... Toaster sind nicht real. The toast is a lie. Toaster ist eine Lüge. Plus, one of the professors was teaching us about research skills. And he said, now you need to be careful not to use Wikipedia to source information, because you never know who might set themselves as the inventor of the toaster. Das ist Alex, Alans Freund und Sitznachbar aus der Uni. And we decided, well, why don't we go ahead and go on Wikipedia and set ourselves as the inventor of the toaster?
Das war am 6.2.2000. Oder wenn du dich für den Inventor für irgendwas machen kannst, dann wählst du doch nicht Toaster aus, oder? Ich meine, das ist eine gute Erfindung, also eine sehr gute Erfindung, aber dann macht doch Sandwich Maker, Digga, das macht doch viel mehr Sinn. Sandwich Maker ist doch die weitaus krassere Erfindung, die wir als Menschen gemacht haben. Ich hätte Sandwich Maker auf jeden Fall gepickt, Bro. Viel besser. In diesem Moment wird Alan McMasters vom normalen Studenten zum Erfinder des Toasters. Und er wird es für eine sehr lange Zeit bleiben. Nur wenige Monate später erscheint ein Artikel der britischen Boulevardzeitung The Daily Mirror. Es geht um Innovationen von Briten, die unseren Alltag maßgeblich verändert haben. Auf der Liste findet man den erfundenen Toaster-Erfinder Alan McMasters. And that's when I got curious. How far can this actually go? And so I decided to create an entire article just about Alan McMasters, the inventor of the toaster. Alex füllt den Wikipedia-Artikel mit etlichen Ideen und Details, die ihm spontan in den Sinn kommen. Like how he invented the toaster by drinking too much whiskey and how he accidentally killed a woman and all these crazy things. Okay, bro. We thought no one's going to believe this. Sein Toaster hat später einen der ersten Todesfälle in Großbritannien durch brennende Hausgeräte verursacht. Eine Frau in Guildford ist bei einem durch den Toaster verursachten Brand ums Leben gekommen. McMasters bestreitet jegliches Fehlverhalten. Die Frau habe die Kraft des Toasters nicht ausreichend respektiert und ihn unbeaufsichtigt gelassen. McMasters hat außerdem das Lichtsystem des Londoner U-Bahn-Netzes mitentwickelt und den elektrischen Wasserkocher erfunden. Yo, okay, Digga, das ist niemandem aufgefallen. Zu jedem guten Wikipedia-Artikel gehört natürlich auch ein Foto. What? Damit der Eintrag glaubwürdig wirkt, fügt Alex deshalb noch ein Bild hinzu. Von sich selbst. My girlfriend sort of, you know, styled my hair wonderfully, so it stuck up, you know, really high and looked like some sort of crazy 19th century thing. Actually, at the time, I didn't have this sideburn, so we photoshopped some sideburns in. Da sie keine passenden Klamotten aus dem 19. Jahrhundert hatten, beschließen sie, den Riss in das Foto zu editieren. So you couldn't see the clothes. Digga, what the fuck? And then put a bunch of black and white filters on it. It looked ridiculous. No one should have believed that this picture was real. Doch niemand hinterfragt die Echtheit des Fotos oder die Informationen im Artikel. Ehrenamtliche Editoren sind dafür zuständig, Wikipedia-Artikel auf ihre Echtheit zu überprüfen. Wie ist es eigentlich aktuell? Darf man Wikipedia inzwischen als Quelle angeben im Unterricht? Oder ist es immer noch verboten? Weil zu unserer Zeit war es ein großes No-Go, auf Wikipedia zu gehen. Hat man trotzdem gemacht, aber dann hat man einfach die Quellen von Wikipedia unten angegeben. Classic, Bro. Absoluter Classic. Dafür schauen sie sich die Quellen, die Schreibweise und verdächtige Änderungen an. Dieses System funktioniert in der Regel richtig gut. Doch der Toaster-Erfinder entgeht den Editoren. Über die nächsten Jahre wird Alan McMasters von etlichen Medien übernommen. Zahlreiche Webseiten, darunter die BBC und die Washington Times, verbreiten die Lüge weiter. Schüler halten Präsentationen über ihn. Museen und Bücher geben ihn als Erfinder des Toasters an. Bro, what the fuck? Viele dieser Wendungen geben den Fake-Wikipedia-Artikel später als Quelle, sodass er glaubwürdiger wirkt. Ein Digga, GG. Teufelskreis an Falschinformationen. Eine schottische Grundschule veranstaltet sogar einen Gedenktag für McMasters. Die Schüler sollen Texte zu ihm verfassen, Toastscheiben bemalen und Toaster basteln. In der britischen Kochshow Great British Menu wird ihm ein Dessert gewidmet. So this is the Breakfast Club and it's inspired by Alan McMasters' invention of the first electric toaster. Bro, was, Digga? Bread companies in the UK were tweeting about him and using my picture. People were tweeting about Alan, talking about how they were so thankful that he invented the toaster, that he transformed their life with their breakfast. Okay, muss man aber sagen, wer auch immer den Toaster erfunden hat, Bro. Egal wer du bist, vielleicht guckst du gerade zu, Digga. Du bist wirklich ein gottverdammter Ehrenmann. Ich möchte es einfach nur nochmal gesagt haben. Toaster Wikipedia. Was steht da jetzt? Erfindung des Toasters. Vor der Erteilung des Patents für Marsh beantragte George Schneider, der damals bei der Firma American Electric Heater beschäftigt war, das erste Patent für einen Toaster. George Schneider, Bro. Aber George Schneider ist so fucking unfamous, dass Lil Bro nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat. Was ist da los? Wisst ihr, was ich mir irgendwann hole, wenn ich ein Haus hab? So ein Hotel-Toaster. Kennt ihr die, wo man nicht so das reinsteckt, sondern wo man es so auf so ein Laufband legt? Boah! So geil! So unnötig! Aber so geil, Digga. Ich habe keine Ahnung, wie teuer sowas ist. Aber es wird nicht über 500 Euro kosten, oder? Los, mach einen Toast. Wir wollen sehen, wie du einen Toast machst. Bro, so cool. So cool, oder? Sag, dass es cool ist. Boah, zack und fertig. Was genau ist zwischen dem Cut und dem gut gerösteten Brot passiert und zwischen dem hier, was nicht getoastet ist? Hä?
Was ist dazwischen passiert, Bro? What the fuck? Das Video war ein Haufen Scheiße. Wie teuer ist der? Digga, das ist immer nicht so ein gutes Zeichen, wenn hier nicht direkt ein Preis steht, Jungs. This thing is over, man. Alright, fuck it. It just went on and on. We couldn't believe it. 2018 wird Alan McMasters sogar für die 50-Pfund-Note der Bank of England nominiert. So it would have been my face on the 50-pound. Digga, wie dumm wäre das, wenn auf dem 50-Pfund-Schein der Typ wäre, der den Toaster erfunden hat, Bro. Also, Digga, ich verstehe, es ist eine geile Erfindung, wirklich. Aber, Bruder, also, gibt es nicht Erfindungen und Leute, die noch mehr der ganzen Gesellschaft gebracht haben? Wer schon deserved? I don't know. Ich meine, man muss auch ganz klar sagen, es wäre dann der eine von 5 UK-Leuten, die tatsächlich wissen, wie man irgendwas macht mit Essen. Weil die anderen haben es noch nicht rausgefunden und die machen wirklich einen Haufen Scheiße, was Essen angeht. So gesehen könnte ich es dann doch schon verstehen. Wieder UK's im Juli 2022. So dem 15-jährigen Adam fällt das Fake-Bild endlich auf. Nur 24 Stunden nach seiner Entdeckung wird der Artikel über Alan McMasters für eine Löschung nominiert. Kurze Zeit später erscheint oben im Wikipedia-Artikel ein Hoax-Banner. User, die den Wikipedia-Artikel von Alan McMasters aufrufen wollen, werden darüber direkt zu einer Seite über Falschmeldungen und Schwindelartikel weitergeleitet. Die beiden Studenten sind trotz ihres Pranks große Fans der Enzyklopädie. Alan hat uns verraten, dass er als Wikipedia-Editor immer mal wieder Beiträge bearbeitet und Fehler korrigiert. Quasi um es wieder gut zu machen und Wikipedias Mission zu unterstützen. Dabei bleibt er aber lieber anonym. I think they would ban me if they knew which account were mine. Vielleicht schreiben die einfach schon einen neuen Artikel. Wenn eine so stumpfe Lüge so lange im Internet kursieren kann. This makes you wonder what else is wrong out there. Wikipedia ist grundsätzlich natürlich ein war da gerade Jens Knusaller? Eine gute Informationsquelle und die Geschichte des Toasters ein seltener Einzelfall. Alan McMasters zeigt uns aber, wie wichtig es ist, Informationen im Internet kritisch zu hinterfragen und nicht einfach zu übernehmen. Diese Story ist ein perfekter. Hört euch auf dieses Video. Druckt einfach Wikipedia aus, Digga, schön einmal mit gelbem Textmarker drüber, Bruder, und dann schön in die Präsentation rein, Freunde. Trust me, hat auch damals funktioniert. Das Beispiel für Circular Reporting, zu Deutsch quasi zirkuläre schön rein Berichterstattung. Jemand schreibt eine falsche Info in einen Wikipedia-Artikel. Ein Journalist übernimmt die falsche Info ohne weitere Prüfung und ein Wikipedia-Editor nutzt den Artikel des Journalisten anschließend als Quelle für die falsche Info, die er überprüft. Genial! Es gibt auf Wikipedia eine ganze Liste von solchen Vorfällen. Mittlerweile wurde der Toaster-Erfinder-Artikel natürlich korrigiert. Now, the actual history of the invention of the toaster is much better sourced. People have credited the real inventor now. And so, yes, for 10 years, there might have been the wrong inventor. But who knows, for the next 100 years, there'll be the correct inventor. Und wir verraten es euch natürlich noch. In der Realität wurde der Toaster 1909 vom Amerikaner Frank Shaler erfunden. Na wie? Ich dachte von dem anderen, Digga. Ja, da stand doch gerade ein anderer drin, oder bin ich dumm? Zumindest steht das so auf Wikipedia. Who knows? Cheers. Stark. Ich hab mehr Fans als du, kann mich eigentlich nicht beklagen.